sehen. Riechen, schmecken und fühlen. An der Gourmesse, der sinnvollen Messe für Genießer, erleben die Sinne Glücksgefühle. Im Herbst, wenn die Farbe aus den Blättern weicht, zelebrieren Genussmenschen das umfangreiche Angebot der Genussmesse. Denn Gourmesse-Besucher sind echte Genießer. Der Gourmesse-Besucher ist der, der mit seinen Sinnen etwas anzufangen weiß. Der weiß, wie man schmeckt, der weiß, wie man mit Produkten umgeht, der die Philosophie auch versteht, versucht zu verstehen und vor allem dahinter fragt. Es ist nicht nur, dass er isst und sagt, jetzt bin ich satt, jetzt habe ich was geschmeckt. Nein, er sagt, was habe ich denn jetzt gegessen? Wo kam das Produkt her? Was war denn da alles drum und dran? Diese Geschichte. Und das isst er im Prinzip ja mit dem Auge. Jedes Jahr suchen und finden über 10.000 Messebesucherinnen und Besucher dieses Geschmackserlebnis. Eine Altersgrenze gibt es nicht. Bereits in der Kindergourmesse lehren die zukünftigen Genießer, ihre Sinne richtig zu deuten und einzusetzen. Sogar mit einer Geschmacksurkunde als kleines Andenken. Vielleicht in ein paar Jahren schon sind die Profis von morgen in einem der Seminare anzutreffen. Solche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten gehören zum festen Programm an der Gourmesse. Neu ist die Kochinsel, wo in dieser Form zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht mit dem Messepublikum und den Profis gekocht wird. In Griffweite erleben die Besucher hautnah, wie ein Menü zubereitet wird und erhalten wertvolle Tipps und Tricks rund um das Kochen. Nicht nur für die Messebesucher ist diese Aktionsbühne ein besonderes Highlight. Was mir heute besonders gefallen hat, ist die vielen Fragen von den Leuten, die gekommen sind. Ja, was war jetzt da für ein Gewürz und wie kann man das in dieser Pfanne braten? Und einfach ganz viele Fragen und da sieht man, das Publikum will ja wissen, um was es geht. Und so kann man die gewisse Barriere brechen. Man hat einen Nachkontakt und wenn man das mit ein bisschen Humor rüberbringt, gibt es eigentlich eine gute Stimmung und eine gute Sache. Für mich ist es einfach mehr als Kochen. No? Weil natürlich, ich bin Koch, muss ich kochen. Die Leute kommen hier zum Besuchen, muss auch probieren. Aber auch zum Verstanden eine Philosophie, zum Lernen auch, was wir machen und zum Lernen uns selbst, was die Kunde am Ende hat, gut geschmeckt oder nicht. Per me è molto importante far vedere la cucina che faccio ai clienti, anche perché non ho la possibilità di farlo vedere dove lavoro, dove c'ho il ristorante e questa è una mia, una buona, la gourmesse è un buon posto per far vedere quello che io faccio nella cucina. Der Erfolg gibt den Machern recht und verlangt nach einem zweiten Gang. Die Kochinsel gehört künftig zum festen Bestandteil an der Gourmesse. Was sich über die Jahre nicht verändert hat, ist das individuelle Geschmackserlebnis bei einem der rund 140 Gourmesse-Aussteller. Es ist keine Massenware, die feilgeboten wird. Es sind Nischenprodukte, mit Liebe zubereitet, die bei der anspruchsvollen Zielgruppe Anklang findet. Wir wollen unser neues Produkt lancieren. Ein Produkt, das wir schweizweit vertreiben wollen. Und ich bin überzeugt, dass dort Leute sind, die auf so etwas warten, die so etwas suchen und sich auch überraschen lassen. Also wir sind hier einfach, damit wir das Produkt dem Kunden direkt vorstellen, präsentieren, erklären, woher das kommt. Weil das sind eigentlich ganz spezielle Produkte, die man eher im kleinen Spezialitätsgeschäft findet. Es ist ein Nischenprodukt. Wir sind nach Gourmesse gekommen, weil erstens sind wir aus dem Bühnerland. Und wenn man als Bühner auf Zürich kommt, hat man schon mal ein Steinbrett. Dann ist es so, die Produkte sind sehr beliebt. Und wir möchten dort unser Handwerk, so wie wir es noch betreiben, mit Naturlufträchern, ohne Klimaanlagen, hier zu zeigen und zu präsentieren und so auch unsere Kundschaft vergrößern. Nicht nur die Gourmesse-Besucher sind Genießer, auch die Kleinstaussteller, die sich die 4200 Quadratmeter Ausstellungsfläche teilen. Obwohl die Messefläche nicht mehr wird, steigt die Anzahl der Anbieter. Ganz im Sinne der Gourmesse, weniger Großaussteller zugunsten der vielen kleinen Anbieter von Spezialitäten. Seit mehreren Jahren ist die Gourmesse restlos ausgebucht.